Stillstand im Hafen von Halesiel. Weil fast das gesamte Hafenbecken zugefroren ist und auch das Wasser der Nordsee starke Eisbildung aufweist, fuhr am heutigen Donnerstag keine Fähre nach Wangerooge. Der Frachtverkehr wurde ebenfalls eingestellt. Da auch für den Freitag keine Besserung in Sicht ist, bleiben die Personen- und Güterschiffe im Halesieler Hafen. Am Sonnabend und Sonntag wird der Fährverkehr dann wieder aufgenommen, allerdings mit veränderten Fahrzeiten. Wer dennoch auf die Insel muss oder zurück ans Festland möchte, dem bleiben derzeit noch die Inselflieger zum Pendeln.